Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Tearway Unfolded. So, hier waren wir ja letztes Mal stehen geblieben. Wo ich hier nicht wusste, wie es weitergeht. Okay. Bleib. Ach du Scheiße, Nein! Wieso bringen die mich? Ach fuck, das war ein Loch! Oh man. Ach man. Ich sehe das nicht als Loch an. Zu behindert. Hab. Wo bin ich jetzt runtergefallen? Da war doch gar kein Loch. Ach man. Hab. Ach shit, ach das. Es sieht halt nicht aus wie ein Loch, es sieht aus wie hier diese braun-goldene, weiß nicht was, Fläche. Ach komm schon. Hab. Ah. Ja, hätte ich den hinbringen müssen, der ist nicht da natürlich. Mhm. Da geht's runter. Oh Mann, das Lebensdreieck ist so viel Kraft. Ich bin aber hochkant gereizt. Kannst du dafür sorgen, dass mein Leben glatter läuft? Kreiere eine schöne glatte Form. Oh, das ist gleich viel besser. Ich fühle mich schon viel weniger gestresst. Ja. Kannst du mich noch glatter machen? Ja. Oh, das ist gleich viel besser. Ich fühle mich schon viel weniger gestresst. Hä? Ab geht's! Du. Wo bin ich denn jetzt? Ich gehe dem Licht zu. Nein, Iota, tu es nicht! Du stirbst! Nein, weg vom Licht! Okay. Ah, Spaß. Ich glaube, jetzt habe ich verstanden. Ihr habt euch durch den Sturm gekämpft und uns zu dieser Geschichte inspiriert. Etwas Experimentelles. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Unsere letzte Geschichte kann beginnen. Aha. Ich gehe jetzt einfach mal der Sonne entgegen. Ey, oh, der Sonne hinterher, ey, oh, was geht? Der Sonne hinterher, ey, oh, was geht? Ey, ab in den Süden, der Sonne hinterher, ey, oh, was geht? Der Sonne hinterher. Bong. Hä? Das war wohl falsch. Oh, da oben kann ich vielleicht wieder fliegen. Njung.
Oder auch nicht. Dann weiß ich nicht, wo ich hin muss. Da ist irgendwas drinnen. Hallo alte Freund, wie läuft das Abenteuer? Huch, ist es schon so spät, ich kann nicht nachts durch die Wüste laufen. Würdest du mich nach Hause tragen, bitte? Ich wohne auf einem Tafelberg jenseits des Wasserfalls. Du kannst mich auch absetzen, aber verliere nicht deine Briefmarke, sonst müssen wir von vorne anfangen. Aha. Ah, jetzt läuft die Nase natürlich wieder gerade, wenn ich das Play starte, ich glaub's ja nicht. Aha, wie komme ich da hoch? Aha. Ach, toll. Ah, halt, da komme ich lang, da komme ich lang. Ich sehe es ganz genau. Was ist denn das? Ein Kurier. Sprich alleine. Brauchst du Hilfe? Ich brauche Wörter. Bring etwas, das mit mir spricht, um Wörter auszutauschen, um die Einsamkeit zu betreiben. Dann helfe ich. Hier. Oh. Nager, gut, gesprächig, ich helfe. Und der grillt ein bisschen vor sich hin. Ich sollte ihn nach Hause bringen, jetzt habe ich ihn bei irgendeinem komischen Lichtstrahl gelassen. Bin ich nett. Aha. Noch mehr Leuchtviechlis. Ja, und jetzt? Ich komme. Oh, Schweinchen. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. So, wo soll ich mit Schweinchen hin? Oh, noch mehr Schweinchen. Ganz viele Schweinchen. So, aber wohin? Da runter vielleicht. Ha. Guck mal halt mal. Au. Ja. Ab in den Süden, der Sonne hinterher. Jo, was geht, der Sonne hinterher. Oh, ist das bescheuert zu steuern, das Schwein. Reite die Sau. Hier geht's halt nirgendwo weiter, das ist das Problem. Jo, was geht hier ab in den Süden? Ja, schön.
Hallo? Wildes Schwein. Hier habe ich angefangen. Wem soll ich den Weg zeigen? Ah, vielleicht komme ich mit dem Schweinchen ja da durch. Nö. Oh, da ist irgendwas. Oh, ein Auto. Hui. Wenn du schon weit gekommen bist, du musst auch weit reiten. Das Loch im Himmel ist dein Ziel, ab zunächst musst du diesen Kamm dort erreichen. Aha. Diese Tür kann geöffnet werden, Kurier, aber du musst den Stoff dieser Welt dafür überzeugen, dir zu helfen. Oh ja, hier in der Wüste kann man mit dem Zeug, aus dem diese Welt gemacht ist, verhandeln. Das heißt, wenn du es verstehen kannst. Aha. Du musst zur Spitze dieser Hochebene. Und zu der da auch. Dort findest du zwei Fasern. Für ihre Hilfe werden sie etwas von dir verlangen. Sie drücken sich wahrscheinlich recht mysteriös aus. So sind sie nun mal. Viel Glück. Ja. Auf geht's. Gehen wir erstmal da lang. Fasern. Also ist das eine Faser, der ich gerade geholfen habe, oder was? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ein Geschenk. Halt! Nein! Oh oh. Oh oh. Oh oh. Komm, lese ich jetzt schon die Sirene draußen los. Nase ist so am Arsch. Genauso wie mein Hals. Mann, Männergrippe ist so schlimm. Du willst, ich weiß, ich will das auch. Was? Das ist langweilig, verändere es. Wenn du das tust, dann helfe ich dir. Naja, komische Stinkefinger, aber naja. Nett, ich helfe dir. Oh Mann. Yeah, hat's geöffnet. Danke, Bro. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Dann brauche ich jetzt zu anderen gar nicht mehr gehen. Das war wahrscheinlich die, wo ich schon war. Miau. Ich glaube, ich nehme ein Schweinchen mit. Oder kann ich das Auto nehmen? Nee, 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 nee. Wohl eher nicht. Schade. Und Gold. Dee 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 dee.
Das ist das Loch? Ja. Hui! Hui! Wenn Schweine fliegen können. Da haben wir's doch. Und hui! Au! Du hast deine Briefmarke verloren, ich bin weg. Ja, du warst schon lange weg. Nein, wieder allein. Ja, ich sehe nichts. Yeah. Wuhu. Yeehaw. Jetzt geht's hier aber rund. Ja, das war wohl der falsche Weg. Yes. Puh, was ist das? Nein, das ist ein Loch. Hier und wuhu. Schwein. Und da ist es ein Fettfleck. Ah ne, eine Medaille. Okay. Das Schwein hat euch so weit getragen, wie es konnte, aber es muss gehen und andere Abenteuer erleben. Aber hier ist irgendwo noch eine andere Kreatur gefangen und du musst sie finden. Spüre sie auch, bevor du deine Geschichte abschließt. gut. Bestimmt Mongo. Klettere hoch, höher und höher, der Himmel ist nah. Also langsam streckt sich das Spiel, muss ich sagen. Eine unausgelieferte Nachricht, eine ungelesene Geschichte. Überquere die Stromschnellen und finde deinen Weg. Wenn es denn sein muss. Mann! Hop, hoppa! Oh, die Kamera! Eine beschissene Stelle. Mann. Also mit zwei Sachen gleichzeitig kommt der Controller halt auch nicht klar. Ich kann nicht schnell springen und dann hüpfen. Schnell wegschieben und dann hüpfen. Ah.
Ernsthaft? Das war jetzt nur für ein Geschenk? Really? Oh Mann. Ich verdurste, könntest du mir eine frische Saft bringen? Ich würde dich belohnen. Nein. So. Ne? Nium. Nium. La 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 la. La 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 la. Da hätte ich mir den Sorgen, oder? Wäre hier eh schon am Wasserfall gescheitert, also. Who cares? Nee. Hallo, Fischi. Aha. Hallo Wesen, gefällt euch mein neuer Look? Wir setzen auf neue Ideen, zumindest versuchen wir es. Iota, keine Angst, es wird vielleicht etwas verrückt. Mach einfach mit. Ihr haltet zusammen durch dick und dünn. Macht weiter so, das ist eure Geschichte. Du bist die Nachricht, Iota. Du musst gelesen werden. Wen willst du sonst inspirieren? Wen willst du sonst inspirieren? Oho. Ich will einfach nur wissen, was da drin steht. Bin ja jetzt schon ein bisschen neugierig drauf, muss man ja schon zugeben. Ich darf wieder fliegen. Ist das jetzt der Abschluss? Fliege ich jetzt ins Loch ein? Iota, ein Held auf seiner Reise. Endlich, dein Weg ist frei. Schwenke dich jetzt in den Lift, kleine Kurier. Erledige deine Lieferung, rette diese Welt und triff das Wesen. Wenn jetzt irgendwas aus dem Fernseher rausfliegt, dann... Hui. Wow! Das war aus der Tex Avery Show, wie ich... Oh, leck mich! Und schnell! Hä? Nein! Nein! Hui! Hä? Okay, da unten kann ich nicht lang fliegen, hä? Peil ich nicht. Wow! Boom! Mein Kopf. Au. Boink. Ich glaube, jetzt kann ich es nicht mehr steuern, oder? Ah, doch. Hey!
Ich war durch. Nein, komm her, Flieger. Naja. Und tschüss. Schüsse von dem Flieger. Meine Fresse, Flugzeugsimulator lässt grüßen. Ganz entspannt, ganz ruhig. Ja. Weil dann einmal ein bisschen der Ruhe gegen war, das ist halt echt vorbei. Du kannst schon nicht mehr unter Kontrolle bringen. Dürfte jetzt mal langsam das Ende sein, aber ich glaube, das habe ich über diesen Let's Play schon ein paar Mal gesagt. Und es war natürlich nicht das Ende. Aber jetzt vielleicht. Außerdem springt wieder irgend so ein Schnipsel an. Controller macht komische Geräusche. Da ist noch eine Kurierin an einem vergessenen Ort. Hilfst du ihr, ihre Geschichte zu beenden, bevor deine zu Ende ist? Das ist doch noch eine verkappte Liebesgeschichte, oder was? Hä? Den Kurier gefangen. Hier ist eine Kamera, damit kannst du es sehen. Fang! Da, du kannst in den Controller hineinsehen. So sieht mein Controller also von innen aus. Respekt, Sony, Respekt. Dann soll noch mal jemand sagen, der Xbox Controller ist besser. Okay, das war immer noch nicht das Ende. Das sind die Wände der Veränderung. Wie steht es mit dir? Wir sollten dich auch verändern. Oh Mann. So, jetzt kriegt er so eine Thaddäus-Nase. Wow, du solltest ein Foto von dir selbst machen. Ich bin Thaddäus, Thaddäus. Frisch und neu für den nächsten Teil der Geschichte. Thaddäus, Deus, Deus, ich bin Thaddäus, 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 Deus, Deus. Ich bin Thaddäus, 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 Deus, 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 Deus. Na komm, ja. Wendigo-Teppich, wie mies. Hä? Diese Kurierin ist schon so lange hier. Sie singt ihre Geschichte, ohne dass sie jemand hört. Ein Wesen kann diesen Ort neigen, um diesen Kurier in die Freiheit rollen zu lassen. Befreie sie aus diesem Gebilde, dann wird ein neuer Weg enthüllt. Hä?
Mann. Die strecken das Spiel und strecken's und strecken's und strecken's und strecken's. Denn lang? Ich bin Thaddäus, 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 Thaddäus. Ernsthaft? Hä? Oh Mann. Ist echt ein langweiliger Part hier. Ich bin Thaddäus, Thaddäus. Keine Sorge, du wirst die andere später treffen. Ich hoffe, du kannst sie endlich befreien. Wann scheiß später? Ist die Herausforderung genug? Der leckt mich am Arsch. Ich bin Thaddäus, Thaddäus. Geht es denn in meine Weide? Toll. Jetzt bin ich in irgendeinem dunklen Raum. Boah, das Spiel streckt sich unlängst. Ich habe eigentlich gedacht, das ist jetzt noch eine Folge und dann ist es mal vorbei. Aber irgendwie, es geht weiter und weiter und weiter. Und ich sehe nichts. Und ich möchte wieder niesen. Ah, come on! Und ab. Und ab. Na, neige dich. Ich neige doch. Hä?
Ach, ernsthaft. Toll. Ist das Spiel aber ein Fehler oder was? Ich krieg die Kratze, die Kratze, die Kratze, 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 die Kratze. Ich drehe meinen Controller jetzt gerade in alle Richtungen. Es passiert nichts. Was? Irgendwie funktioniert der Controller auch gerade nicht so ganz. Wie er sollte. Hä? Müsst ihr doch jetzt da runterfahren, oder nicht? Kann ich da hochhüpfen? Aber wieso tut er das nicht? Das ist doch hundertprozentig gerade ein Spielefehler. Das kann doch nicht sein.
Jetzt warte mal kurz. Das muss ich jetzt nachgucken. Das ist hundertprozentig ein Spielefehler. Das Ding müsste sich doch neigen. Ganz kurz einen Moment. Sorry, dass das jetzt nachgucken muss, aber das muss jetzt einfach sein. Hier. Gucken wir doch mal, was bei anderen Leuten kommt. Die richtige Stelle raussuchen. Ich bin Thaddäus, 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 Deus, 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 Thaddäus. So, dann gucken wir noch mal. Dauert einen kurzen Moment. Beziehungsweise wir schließen jetzt einfach mal an dieser Stelle die Folge ab. Ich guck mal, was da ist, ob das wirklich ein Spielefehler ist oder nicht. Dann sehen wir uns wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Way Unfolded. Der 100-Year-Let's Play. Haut rein und ciao.